Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Ramsky Rata. So, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben an der Kreuzung zum einzig noch offenen Bereich. Besser gesagt, zum einzig noch nicht erkundeten Bereich. Denn wir müssen noch die Brücke finden hier auf Gotos Yacht, damit wir Zugang zu den Andockringen haben und somit wieder zu Ebonhawk kommen. So, aber da sehe ich gerade, liegt noch was, was ich offensichtlich das letzte Mal... Huch. Hab doch noch gar nichts gemacht. Naja gut, wir haben schon ziemlich viel noch gemacht. Zugangscode Minenfeld. Wir haben Gotos halbe Yacht bisher, ja, von Droiden befreit. Dieser Code ermöglicht über die Goto-Kommandokonsole den Zugriff auf das Minenfeld. Mit der Konsole kannst du auf dem Minenfeldsystem Programme ausführen. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch eine Kommandokonsole finden, obwohl... Minenfeld hatten wir hier ja schon das letzte Mal. Ist potenziell sehr gefährlich. Allerdings birgt es auch sehr große Chancen, denn wenn man erstmal das Minenfeld nicht auslöst, dann alle Gegner in dem Bereich besiegt hat, dann kann Etten mit seinen Fähigkeiten die Minen entfernen. Wir können sie dann später gut verkaufen. Also werde ich jetzt nicht zur nächsten Kommandokonsole rennen, um das Minenfeld zu deaktivieren, sondern ich werde mich versuchen, vorsichtig in einem eventuell auftauchenden Minenfeld zu verhalten, um dann später die Minen einzusammeln. So, dazu kann ich mich jetzt mal diesen verschiedenen Formen hier unten widmen. Und zwar haben wir aggressiv, was macht das? Aggressives Verhalten, Feinde werden verfolgt und es gibt keinen Waffenwechsel. Ich brauche aber jetzt irgendwas, wo er stationär bleibt. Genau, das hier zum Beispiel. Charakter attackiert alle Gegner in Reichweite, ohne dabei seine Position zu verlassen. Kein Waffenwechsel, perfekt. Mal sehen, was es noch so gibt. Fernwaffe haben wir nicht jetzt. Aggressiv, okay, ich werde mal stationär einstellen. Für Mandalore dasselbe. Und für Etten Ich ebenfalls. höre. Denn das hält sie davon ab, in einem eventuellen Minenfeld blind reinzurennen. So, perfekt. Quick Save. Muss ich mir nur noch daran erinnern, das später dann wieder rückgängig zu machen. So, versiegelte Luke. Jetzt haben wir sie geöffnet. Und, oh, das riecht doch nach Granate. Wo sind wir hier eigentlich? Sieht aus wie ein Kontrollzentrum. So, viele dieser Kurvenpunkte markieren galaktische Handelswege und Ressourcen. So, Computerkenntnisse. Diese Systeme kontrollieren das Schiff nicht. Sie verfolgen planetare oder galaktische Signale. Sorry. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, wir nehmen mal das mit den Computerkenntnissen. Das klingt wichtig. Da haben wir was Wichtiges gesagt. Auch gut. So, und ich glaube, da ist das angesprochene Minenfeld. Braucht ihr etwas? Da wir jetzt stationär eingestellt haben, bringt es nichts so wirklich, zumindest noch nicht, Nahkampfwaffen in der Hand zu haben. So. Irgendwie müssen wir jetzt Ich gegen die höre. Droiden vorgehen. Am besten am Anfang mal mit einer Ionengranate, wenn ich noch eine habe. Und dann mal sehen. Die werden dann irgendwann hier durchgestampft kommen. Und dann können wir wieder auf Nahkampfwaffe wechseln. Naja, aber jetzt erstmal stationär bleiben, nicht, dass wir da durchs Minenfeld rennen. Das würde ziemlich schlecht ausgehen. In Ordnung. Dann werde ich mal die Angriffe verteilen. Schall, Adhäsionsgranate, tatsächlich. So, was haben wir hier? Cryoban-Granate, Plasma-Granate, Giftgranate. Aber keine Ionengranate. Okay, das heißt, die Plasma-Granaten müssen jetzt dran glauben. So ist die Formulierung. Mandalore wirft auch noch eine. Ja. Und dann hält er mal hier mit sehr starker Explosion drauf. Hätten danach mal mit Scharfschützen. Ja? Und wir selbst hauen auch noch eine Plasmagranate rein. Allerdings als erstes. So, als erstes sagte ich. So ist auch in Ordnung. Und dann hier mit Schnellschussmeister. Okay. Jetzt kommen sie. Ich werde aber, bis alle da sind, noch ein bisschen die Blaster in der Hand lassen. Oh, der hier ist gefährlicher. Schnell die Angriffe resetten und Ich ihn habe mal noch hier mehr unter Feuer davon im nehmen. Angebot. Ich habe noch mehr davon im Angebot. So, nach einem kleinen unplanmäßigen Schnitt geht's weiter. Ich wundere mich gerade, weil eben waren es doch mehr. Kommen die uns jetzt umrunden oder wie? Naja, erstmal die hier weiter unter Feuer nehmen. Wir werden es ja gleich sehen. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Oder wir haben schon so viele zur Explosion gebracht. Das kann natürlich auch sein. Oh, sie haben uns umrundet. Von hinten kommen sie jetzt. Ah, wollten uns in den Rücken fallen. Das wird aber nichts. So, ich glaube, jetzt kann ich mal wieder auf Nahkampfwaffen wechseln. Das macht jetzt Sinn.
Mandalore ebenfalls. Und dann haben die Druiden hier nichts mehr zu lachen. So, wir wieder. Und wollen wir doch mal sehen, ob sie uns was entgegensetzen können. Oh, oh, das sind ja wirklich noch ganz schön viele. Du machst auch Bumm. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Jetzt fällt er noch gleich auf die anderen rauf. Yep. Und er auch. Perfekt. Quick Save. So, jetzt muss ich mal wieder dran denken, das Stationäre wieder wegzumachen. Obwohl. Moment, wo war's jetzt? Da, stationär. Solange wir das Minenfeld noch nicht ausgeschaltet haben, lasse ich es mal so. Sag Etten. Einfach Bescheid. So, Etten, hat er noch seine Sprengstoff-Boost-Handschuhe? Seine Sprengstofffertigkeiten-Handschuhe? Ja, hat er noch. Perfekt. Das heißt, dass wir uns jetzt mal Minen beschaffen werden. Mine entfernen. Oh, das sind wirklich ziemlich viele. Da aus Versehen durchzurennen, das hätte echt böse geendet. Naja, aber so ist doch sehr gut jetzt. Und das gibt wieder XP ohne Ende, haben wir ja letztes Mal schon gemerkt. Das sind wieder tödliche Splitterbomben. Ja, da merkt man es schon. Richtig viele XP verschafft uns das jetzt. So, auch noch den nächsten. Und so langsam aber sicher arbeiten wir uns durchs Minenfeld. Perfekt. So. Zur Hälfte sind wir schon durch ungefähr. Knapp. Und auch hier noch. Ich kann, damit die Zeit ein bisschen sinnvoller auch noch mitgenutzt wird. Ja? Oh, Mandala hat auch ein Level up. Habe ich gleich mal noch eine kleine Machtheilung eingeworfen. Und die nächste. Und auch noch die Mine da. So, und dann muss ich wirklich dran denken, das Verhalten wieder zu ändern auf aggressiv. So, Mine entfernen. Denn sonst bringt es ja nicht wirklich was, Mandalore als Nahkämpfer zu haben. Zumindest nicht, wenn wir gegen Fernkämpfer antreten. Dann steht er da rum und lässt sich abschießen und das wollen wir ja nicht. Also da muss ich dann aufpassen. Und wir selbst haben auch noch ein Level up, genial. Da sind noch mehr Minen, okay. Dann werde ich die auch noch gleich mit entfernen. So. Erstmal einen kleinen Quicksave, falls noch irgendwas Unvorhergesehenes passieren sollte. Och, wir können rausgucken. Ich werde doch gleich mal... Och, eine Ebonhawk! Ihr wisst ja, ich freue mich immer über sowas total. Und, ach, schön. Aber jetzt erstmal auf die Minen eingehen. Beziehungsweise, ja, die Minen entfernen. Wie viele von den Dingern haben wir eigentlich schon? Tödliche Schallmine. Nein, mittlere Schallmine. Und tödliche Splitterbombe, 19. Jetzt kommen nochmal 9 dazu, wenn ich richtig zählen kann. Hier noch 4, weil wir eine schon weggemacht haben. Auf der anderen Seite dann nochmal 5. Na? Und weg ist sie. Die wird jetzt auch noch weggemacht. Und ha! Wir sind ziemlich sicher derzeit. Das heißt, wir können gleich wieder blindlings durch die Gegend stapfen, ohne uns irgendwelche Sorgen machen zu müssen, dass wir aus Versehen in eine Mine reinrennen. So, hier auch noch 5, wie ich es bereits mir gedacht hatte. So, Mine weg. Und Mandalore und wir gucken einfach zu. Naja. Sag einfach Bescheid. Wir können Etten gerade mehr oder weniger nicht helfen. Von daher sehen wir einfach mal zu, wie er seine Arbeit macht. So. Ja, für sowas habe ich ihn unter anderem mitgenommen. Hauptsächlich aber um die Spinde, um eventuelle verschlossene Spinde und Truhen etc. Kisten hieß das. Nein, nicht daran. Und na gut, die letzte habe ich jetzt versemmelt, weil ich mich verklickt hatte. Naja, macht aber nichts. Eine und mehr oder weniger, auf die kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und wir haben ja die Machtteilung, von daher macht uns das alles kein großes Kopfzerbrechen. Und die Räume spiegeln sich ja sogar in diesen wahrscheinlich blank polierten Knubbeln oder Kugeln, Halbkugeln an der Wand. Och, genial. So, mal gucken, ob uns die besiegten Gegnermassen was hinterlassen. Nö. Wahrscheinlich waren wir zu... Sorry. Wahrscheinlich waren wir zu gut im Kampf und haben alles Verwertbare auch gleich mit zerschnetzelt. So, erstmal hier umgucken und dann können wir uns immer noch um das da vorne schon Besichtigte kümmern. So, hier außenrum, gibt es hier irgendwas Interessantes? Noch mehr Terminals, schätze ich mal. Die uns jetzt aber nichts sagen. Ist ja hier auch Godos, galaktische Handelsknotenpunkte-Verfolgungszone. Falls es sowas gibt. Kommandokonsole. Ach nee, in Ordnung, das ist eine schon... Das ist... Ja, wie die anderen sieht bloß cooler aus. Obwohl, die anderen sahen auch cool aus. Naja, allerdings von der Funktion her wie die anderen müssen wir jetzt nicht uns näher mit befassen.
Hier können wir allerdings nochmal rausgucken. Vielleicht erhaschen wir einen Blick auf weitere Teile von Gotos Schiff. Vorhin haben wir ja nur die Elm Hawk gesehen. Aber nee, scheint... Ja gut, da reicht gerade unser Blickwinkel nicht aus, schätze ich. Und nochmal zu Elm Hawk. Und wir sehen sogar Nasha da im Hintergrund. Ich schätze mal, dass es Nasha da ist. Man hat... Stelle ich mir irgendwie deutlich grüner vor. Und Nasha da halt grau. Blau-mäßig so. Und unser Elm Hawk, da möchte ich hin. Ach ja. Ich mag das Teil. So, wenn ich aber gerade auf die Shoppe gucke, das nicht mehr wirklich was bringt, jetzt noch durch die Türen da mal zu gucken, verbraten wir gleich noch die Levelaufstiege. Level-Up-Fähigkeiten, ja, diesmal auf Überreden, denn ich werde die Balance wahren zwischen Verletzungen heilen und Überreden. So, okay. Kräfte. Was können wir jetzt hier nehmen? Unsere Machtheilung haben wir schon maximal ausgebaut. Ja, werde ich mal den Machtblitz hier weiter ausbauen zum Machtsturm. Werde ich eh nicht einsetzen, geht auch in Rüstung nicht, glaube ich. Von daher ist das ganz in Ordnung. So, Mandalore hat ebenfalls einen Levelaufstieg. Wie immer auf Verletzung heilen und auf Bewusstsein. So, die Talente. Ja, was braucht jetzt Mandalore noch? Ich werde ihm mal versuchen, Boni in Sachen Konstitution oder Defensivbonus zu verschaffen. Von daher mal sehen, was es hier so gibt. Präziser Schuss, nein, danke. Tarnlauf. Nee, Etten ist unser Tarncharakter, wenn wir mal einen brauchen. Gesundheitspunkte regenerieren, hat er so schon. Geschick von Nahkampfwaffen. Das wäre allerdings eine Möglichkeit. Ich möchte jetzt aber wirklich mal mit Mandalore auf Konstitution bzw. Defensivbonus gehen. Computerkenntnisse, nein. Duellieren. Nein, danke. Was gibt's denn hier so? Nee, wie es scheint, haben wir alles, was in die Richtung geht, schon maximal ausgebaut. Von daher muss ich mich jetzt neu orientieren. Geschick mit Nahkampfwaffen. Auf Nahkampfwaffen und auf seine Eleganz und seine Geschwindigkeit. Stärke- oder Geschicklichkeitsbonus bei der Errechnung der Trefferchance berücksichtigt. Okay. Ja, das ist ein ziemlich guter Bonus, den werden wir mal auswählen, in Ordnung. Annehmen und letztendlich noch retten. Last but not least, Verletzungen heilen. Obwohl, nee, wir sind ja bei Etten. Sicherheit. So, Sicherheit erstmal maximal, so weit wie möglich zumindest ausbauen. Und dann, weil wir eben gesehen haben, wie nützlich es sein kann, Sprengstoffeinsatz. Perfekt. Keine verfügbaren Punkte mehr. Perfekt. So, Kräfte hat er ja jetzt auch. Gleich mal die Meisterheilung. Sehr nützlich, in Ordnung. Kann er uns ein bisschen besser heilen noch in Zukunft? Schön, sehr schön. So, auch wenn ich ja damit rechne, dass wir Etten in so naher Zukunft oder ferner Zukunft nicht mehr mitnehmen werden, weil wir uns dann eine beschädigte HK-Einheit im Frachtraum der M-Hawk wieder reparieren können und dann eine eigene HK-Einheit haben. So, aber wie ich gerade auf die Stoppuhr gucke, haben die Level-Ups jetzt die Zeit noch perfekt überbrückt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, kommentiert von Rams Girata für heute. Ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das nächste Mal wird es dann an der Stelle weitergehen und ja, bis dann.